Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, ich wollte eigentlich schon mal zum Lehrer hingehen, damit wir es nicht so weit haben. Aber da ist mir diese Statue hinter mir aufgefallen. Und da gibt es ja noch was, was wir einsammeln können. Das machen wir natürlich auch mal eben schnell. So, der Lehrer ist ja auch nicht allzu weit von uns entfernt, hoffe ich zumindest. Ich hätte es selbst nie geschafft. Ja, klar, kein Thema. So, Moment, müssen wir hier was anmachen? Das sieht mir so danach aus. Revelio. Kann man da was machen? Kann man nicht? Contringo. Nö. Kann man anscheinend nicht. Steht einfach nur so da. Na gut. Okay, dann gehen wir weiter hoch zum Lehrer. Ich dachte, ich hätte jetzt gerade irgendwas Schönes hier entdeckt, aber nein. Ich hoffe, dass ich nochmal irgendwo so ein... Ich wollte gerade sagen, sind das die Hauspunkte, aber... Ach so, ja doch, klar, sind ja vier. Ach, ich habe zu viel Teso gespielt. Moment, wenn das die Hauspunkte sind, dann muss ich auch mal eben Screenshot davon machen. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber sowas finde ich immer gut. So. Revelio. Da ist nichts, was wir irgendwie ranziehen können oder so. Oh, hier ist ein... Hier ist ein Rätsel. Ein Rätsel. Moment. Oh, hier ist auch nochmal so eine Statue. Aber ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dafür gibt es eine Quest. Die können wir so gar nicht. Also da können wir nichts mitmachen, obwohl das so blau am Leuchten ist. Und ich habe herausgefunden, was heißt herausgefunden? Also ich habe es gegoogelt, ehrlich gesagt. Warum das nicht funktioniert hat, das war richtig, was ich mir gedacht hatte. Nicht ganz richtig. Also es war richtig, was ich mir gedacht hatte mit der Mathematik. Aber man muss tatsächlich bei Null anfangen. Also sprich, dieses komische Viech hier unten links ist 0 und das Einhorn ist 1. So muss man das machen. Wir sind jetzt hier unten beim ersten Fragezeichen, genau. Da haben wir jetzt, was ist denn das für ein Viech? Das wäre dann die 2. Das heißt, ich müsste hier das hier reinmachen. Die Frage ist jetzt, wo ist das nächste... Ja, ich warte gleich. Wo ist das nächste? Hallo? Das müsste doch eigentlich irgendwo hier in der Nähe sein. Akio. Wo ist das hin? Wo ist das Buch? Revelio. Da unten ist noch was, aber das ist nur hier dieses... unten... Doch, da war das zweite. Okay. Dann haben wir die 5. Die müsste übrig bleiben. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist dann diese dicke Spinne. Dann gehen wir hier mal kurz runter. Wenn das das war, aber ich hoffe schon. Ach, da war der Dachs bei. Das waren bestimmt die Häuser. Diese dicke Spinne. Ja, genau hier. Hallo. Hi. Ja, auch schön, Sie zu sehen. So. Jetzt müsste es aber funktionieren, damit ich das endlich einmal richtig gemacht habe. Ja, das sind die Häuser. Dachs, Schlange. Oben ist der Adler, soll das, glaube ich, sein. Und ein Löwe. Hm? So. Öffnen. Ah, ich bin so gut. Revelio. Sehr schön. Naja, ich bin so gut, ist relativ. Ich musste tatsächlich danach googeln, aber das sind dann anscheinend immer so kleine Kammern. Gut, jetzt warten wir aber auf den Hausmeister. Hallo? Ach, da ist er. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben?
Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Ach, das ist bei Ihnen die Quest. Das nenne ich mal eine glückliche Fügung. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demigeists. Ein Demigeist? Ja, Halt! Ich weglaufen. Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigeists. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Okay. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Klar. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Aber die Ausgangssperre... Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Okay, also rechts fängt's an. Darf ich das jetzt aufbrechen? Achso, ich hab's noch gar nicht drin. Moment. Nein, so. Welche nehmen wir denn? Da habe ich jetzt das drin, was ich auch hier drin habe. Dann würde ich sagen, dass wir das hier mit reinsetzen, ne? Wo ist denn das? Bin ich doof? Ist das das? Nee, das Expelliarmus? Hä? Wingardium Leviosa? Das ist alles klar. Ich sehe wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder? Depulso? Grundlegend? Grundlegend. Kann ich jetzt hier gar nichts von ändern. Ja, wieso kann ich hier nichts von ändern?
Oder muss ich das nicht reinmachen? Nutze... Ach so, interagiere mit einem Schlüssel. Ach Gott, Mann. Ja, wer Hallo, lesen Homura. Kann, ist klar im Vorteil. Ich habe schon verstanden. Ach Gott, was müssen wir machen hier? So, muss ich das noch da bringen oder was? Nee. Keine Ahnung. Roten Funken bewegen. Ach so. Moment, den roten und den grünen. Müssen die übereinander sein oder so? Anscheinend auch nicht. Nutze L und R, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Ah, ach so. Doch nicht. Hä? Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Okay. Rebellion. So, wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt, was dir erlaubt zu spähen und unentdeckt zu bleiben. Ja, das ist mir klar, das wissen wir ja schon alles. Erinnerung an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einen Polster losgegangen. Es war eine entsetzliche Kakophonie. Kakophonie? Einer der armen Elfen wurde vollständig in blauen Rauch eingehüllt und diejenigen unter uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingeln in den Ohren davon. Ich nehme an, dass Peeves der Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Das ist eine Aufsichtsperson. Ihr müsst da hoch, nehme ich mal an, ne? Oh, oh. Sind das auch Aufsichtspersonen? Da muss ich aber rein. Oh, ach ja. Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran. Das sind Feinde. Auch nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal einfach weiter nach oben. Es ist ja noch. Ja, da muss ich auch hin. Sehe ich jetzt gerade. Okay. So gut, dass ich den Skill gemacht habe, dass mich die Leute schlechter finden, wenn ich versteckt bin. Muss ich durch die Tür? Oder muss ich da hoch? Das ist jetzt die Frage. Oh Scheiße, ich muss da ran. Oh, komm, sammel das schnell ein. Ja, komm, weiter hoch. Nee, nicht weiter hoch, ich muss hier runter. Revelio. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Wo natürlich auch direkt wieder Gegner drin sind. Oh. Alohomora. Revelio. Okay. Keine Angst vor Kobold-Revolten. Meine Noten bei Professor Hecker sind spitze. Ich glaube, das ist nicht der Zweck des Fachs. Ich glaube, das war aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. So, Moment. Jetzt haben wir das erste. Das nächste ist nochmal über uns. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal die Treppen hoch, ne? Nehme ich mal an. Gucken wir hier nochmal eben schnell. Auf
Hoffentlich gehen... Oh, jetzt gehen hier welche nach links. Natürlich gehen welche nach links. Oh. Ich hätte schneller rausgehen sollen und keinen Blödsinn machen sollen. Revelio. Nein! Ist das eine Feder, die wir... Oh, es ist eine Feder, die wir hätten nehmen können. Bleibt der jetzt die ganze Zeit davor stehen? Ihr wisst schon, welches Zimmer das ist, ne? Hier, also ich nehme an, dass das das gleiche ist. Hier hat Harry Potter herausgefunden, dass er den Kopf unter Wasser stecken muss, um die Botschaft zu hören. Der bleibt ernsthaft die ganze Zeit da stehen. Oh Mann, vielleicht kann ich ja nochmal tagsüber reingehen. Revelio. Dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Ich nehme aber auf jeden Fall mit. Einhornspringbrunnen. Diesmal lese ich nicht vor, weil wir hier so ein bisschen... Oh, Schloss auf Stufe 2. Ich sollte vielleicht meine Aufsicht beginnen. Nein, solltest du nicht. Jetzt kommt die natürlich direkt hier rum. Ich wollte gerade nach hinten rein. Jedenfalls nicht. Ja, wieso kann ich ihn nicht anziehen? Was war das? Was war was? Nichts. Revelio. Ich hatte große Hoffnung auf Hufflepuff. Ich wollte endlich die Quidditch-Regeln lernen. Ein majestätischer Sport. Ja, das Zusammenspiel, das Herumfliegen und der Das Goldene könnt ihr euch jetzt durchlesen. Leben, oder? Ich möchte jetzt hier nicht entdeckt werden. Das nächste Spiel sollte ich wohl genauer verfolgen, wenn es je ein nächstes gibt. Das sollten sie wohl. Okay, bringe ihnen die Monde zurück. Die Frage ist, können wir porten, um das Ganze ein bisschen abzukürzen? Was ist das denn? Das hier? Nee. Der Südflügel. Ach, da haben wir jetzt keinen Port für, oder was? Ach, na gut, dann schleichen wir uns halt wieder zurück. Revelio. Boris, der Bekloppte. Okay, den nehmen wir auch noch mit. So. Hm? So, ist auf der anderen Seite. Drum, drum, drum. Das ist der Gryffindor-Bereich. Ah. Da sind zwei Sachen, die ich... Ah, nee, das kann ich nicht machen. Das nehmen wir noch schnell mit. Juwelen. Juwelen. Ihr wisst schon, was ich meine. Geht der hier auch mal... Das darf ich nicht machen, wenn ich... Das ist so bescheuert. Oh. Hab ich mich gerade erschrocken. Alter. Moment, habe ich da irgendwie einen falschen Zauber? Ach, ich habe den... Och, nee, ne? Und ich wundere mich die ganze Zeit, dass die Akio so komisch ausspricht. Ja, gut, okay. Das war jetzt wirklich... So, das können wir auch schließen. Da scheint zumindest keiner drin zu sein. Mein lieber Abraham, Sie wären überglücklich, wenn Sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor Ihrem Arbeitszimmer mit Koboldsteinen spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass die Jüngste keine eigenen Koboldsteine hat. Also habe ich ihr einen von Ihnen geliehen.
Ich wusste, dass sie nichts dagegen haben würden. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass sie gut angekommen sind. Schreckliche Geschichte über diesen Herrn aus dem Ministerium. War er wirklich mit Eleazar unterwegs? Und jemanden aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Schreiben Sie mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten der Teilnehmer des diesjährigen Akio-Duells. Ihre Schüler bewundern Sie so sehr, mein Lieber. In Liebe, M. Revelio. Das höre ich jetzt hier die ganze Zeit knurren. Bitte, was? Können wir da irgendwas mitmachen? Wohnt hier ein Kobold oder so? Okay. Oh, hallo. Wer hat denn hier eigentlich alles falsch rum aufgehangen? So, hier war eine Tür. Hier sind zwei. Wo ist denn das? Ach so, die andere Tür, aber die ist wahrscheinlich Stufe 2 oder so, oder? Ja, wusste ich es doch. Hatte ich irgendwie ein Gefühl. Moment, hier ist die 1. Ach so, da muss ich durch dann. Okay. Also, die 1, die ist oben. So, das heißt, wir brauchen... Also, wir haben 8. Ich kann jetzt gerade nicht sehen. 1, 2, 3... 4, 5, 6, ne, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, die 2 brauchen wir. 0, 1, 2. Das heißt, ach, keine Ahnung, das Viech mit den Tentakeln an der Schnauze irgendwie. Genau das. Und hier unten haben wir 1, 2, 3, ne, 0, 1, 2 sind 5, sind 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich kann es nicht wirklich erkennen. Was ist denn das? Lumos. Sieht so ein bisschen... Ne, es ist hier aber gar nicht drin, hä? Ach doch, hier. Okay. Dann einmal durch. Was? Hallo? Wir haben 13 minus 5, ja, sind 8, oder? Dann haben wir, oder Moment, dann haben wir die Spinne, habe ich mich jetzt da vertan? Ach so, ich habe das Vieh abgezogen. 8 minus die Spinne, 8 minus 8, ach so, dann brauche ich beim ersten die 0, also den, ah, okay. Ich habe die falsche Spinne da reingemacht. So, habe ich das zweite denn richtig? Ja, das zweite hatte ich richtig, okay. Revelio. Aber da sollte ich gar nicht rum, oder? Aber ist nicht schlimm. Wir gehen trotzdem mal hier rein und gucken uns dann nochmal die Kisten an. So viel Zeit muss sein. So. Kann ich nicht einfach hier runterspringen? Ich kann so gar nicht springen in dem Zustand, schade. Oder darf ich wahrscheinlich nicht. Weil das nicht Sinn und Zweck ist, nehme ich mal an. So, wo müssen wir denn hier jetzt wieder zurück? Wir müssen die Treppe zurück, okay. Oh, 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 oh. Revelio. Warum kommst du in meine Richtung? Du blöder kleiner Zwerg. So. Eieiei. Da müssen wir wieder raus, aber hier ist keiner, hoffe ich mal. Können wir hier was öffnen? Ha, gucke mal. Alohomora. Revelio. Hier ist keiner drin, sehr schön. Liebe Mirabelle, meine liebe Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen, wenn du kommen würdest. Es ist schon viel zu lange her. Wenn du es schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen. Die ganz besonders stark duftenden vielleicht. Seit dem Trollangriff hören die Kunden nicht auf, sich über den Geruch von, glaub's oder nicht, alten Socken zu beklagen.
Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, den Gestank zu übertünchen. Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen. Deine Freundin, Sirona. Ja, immerhin haben wir nochmal Gold gehabt. Das war's, glaube ich, hier, ne? Ja. Dann hauen wir mal schnell von hier ab. Professor! Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. So, eigentlich kein Sie Professor. Sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Ich helfe gern. Es ist faszinierend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Ich weiß, danke. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Okay. Wie viele Statuen sind es insgesamt? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Aber sicher. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Ah. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Gut, ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Sehr, sehr geil. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Ja, das werden wir. Ich ärgere mich allerdings ein bisschen darüber, ehrlich gesagt, dass ich die Sachen jetzt nicht gezogen habe. Aber theoretischerweise müsste ich ja jetzt hier gleich nochmal reinlaufen können. Das kann ich ja offline nochmal kurz versuchen, falls die Tür jetzt nicht geschlossen ist. Und dann die zwei Sachen waren es, glaube ich, die ich nicht anziehen konnte. Naja, konnte es relativ. Weil ich Dummbolzen, wollte ich gerade sagen, weil ich Dummerchen leider den falschen Zauber da reingeschmissen hatte. Oh, echt Schande über mein Haupt. Ich fange schon genauso dusselig an wie in Wildflowers. Wer die gesehen hat, der weiß wahrscheinlich jetzt, was ich meine. Ich sag nur Honig. Also nicht Honig, sondern Honigtee. Ich sag nur Honigtee. Und nicht Honig-Zitronentee. Auch wenn es sehr ähnlich ist, ist es nicht das Gleiche. Ja, ich würde sagen, wir machen hier dann doch erstmal einen kleinen Cut. Das ist doch wesentlich länger gegangen, als ich gedacht hatte. Und schauen uns dann in der nächsten Folge... Nein, nicht die Karte. Ah, ja, ich habe mich doch nur verklickt. Schauen uns dann in der nächsten Folge die Sache mit der Sirona an, in den drei Besen. Ach so, Voraussetzung Depulso. Ah, und ich Idiot habe gedacht, ich hätte das gar nicht. Ah, dann kann ich das letzte Geheimnis auch noch mal kurz offline machen, bevor ich dann wieder weiter aufnehme. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir damit an. Ballons, das ist was anderes, beschaffe. Oh, Pflanze und ernte Flussgras. Oh, das haben wir schon gemacht nebenbei. Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Beschaffe alle drei Kammpflanzen und nutze sie zeitgleich. Wie soll ich das denn machen? Soll ich immer wieder wechseln dann im Kampf und die nächste reinwerfen? Oder wie verstehe ich das jetzt? Aber die haben die wahrscheinlich schon kaputt gemacht, bevor ich da irgendwas wechseln kann, oder? Ich weiß es nicht. Belohnungen Defindo. Den würde ich gerne machen. Belohnung Descendo. Ich meine aber, die Findo ist das, womit man abschneiden kann. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal in der nächsten Folge. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir dann die Belohnung mit Descendo. Dass wir den dann, aber ich weiß nicht, wo wir Trollpopel herkriegen sollen. Was bedeutet, dass ich einen Troll finden und besiegen muss? Ja, nichts leichter als das. Ich habe nur keine Ahnung, wo die sind. Oh Gott, das kann noch was werden. Na gut, wir machen erstmal für heute Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.